Falls du eine Person bist, die voll gerne voll viele Dinge machen würde, aber irgendwie immer sagt, ich habe keine Zeit, dann ist dieses Video für dich. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich erinnere mich auch manchmal dabei, dass ich sage, ich habe keine Zeit, obwohl ich eigentlich Zeit habe. Denn ich finde, es geht eher darum, sich Zeit zu nehmen für Dinge, als wirklich Zeit zu haben. Und ich persönlich mag es teilweise sehr, mich zu entspannen, einfach mal faul zu sein. Aber ich mag es auch sehr gerne, produktiv zu sein und Dinge zu erledigen. Und mit der Zeit habe ich einige Tipps rausgefunden, wie ich meine Zeit nicht verschwende, beziehungsweise meine Zeit sinnvoller und produktiver nutzen kann. Und ich dachte, ich möchte mal diese 7 Tipps, beziehungsweise 7 Fehler mit euch teilen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Let's go! Also der erste sehr große Fehler ist, du weißt nicht, was du willst. Es ist natürlich logisch, dass wenn du nicht weißt, was du machen möchtest in deinem Leben oder generell in deinem Alltag, dass du dann auch nicht anfangen kannst, irgendwas zu machen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du Ziele hast und Ideen hast, was du mit deinem Tag, mit deinem Leben anfangen möchtest. Es muss gar nicht heißen, dass du irgendwie wissen möchtest, was du in den nächsten 30 Jahren in deinem Leben machst oder was du vom Beruf werden möchtest, falls du erst in der 6. Klasse bist oder so, keine Ahnung. Aber es ist schon gut, ein paar Ziele im Leben zu haben und Ideen zu haben, was du an einem Tag machen und erreichen und schaffen möchtest. Und falls du jetzt anfangen möchtest, dein Leben und deine Ziele zu planen, kannst du sehr gerne mal bei diesem Video vorbeigucken, denn da haben wir zusammen mein Jahr 2021 geplant und ich habe dir geholfen, dein Jahr zu planen sozusagen und habe dir ein paar Denkanstöße und Ideen gegeben und vielleicht hilft dir das ja so ein bisschen dabei. Der zweite Punkt ist, kenne deine Trigger. Beispielsweise ist es bei mir oft so, wenn ich Koreanisch lerne und mich hinsetze und lernen möchte, dann fange ich an, irgendwelche Vokabeln im Internet rauszusuchen und wenn ich im Internet bin, dann google ich das und das und sehe dann auch dieses Wort und dann gehe ich irgendwie auf YouTube und mir irgendwas anzugucken. Und wenn ich diesen Trigger kenne, kann ich ihn vermeiden und zum Beispiel sagen, okay, ich fange jetzt nicht an, meine Vokabeln direkt zu suchen im Internet, sondern schreibe sie vielleicht erstmal auf und gucke dann am Ende der Stunde bzw. am Ende meiner Lernsession erst nach, was die Wörter bedeuten. Deswegen kenne deine Trigger, die dich irgendwie daran hindern, Aufgaben anzufangen oder weiterzuführen oder produktiv zu sein und versuche diese dann zu eliminieren. Eliminieren klingt so krass, zu vermeiden. Ja. Falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, kannst du sehr gerne einen Daumen nach oben geben, einen Kommentar schreiben oder auch meinen Kanal abonnieren, damit wir daran zu verpassen. Auf meinem Kanal kommt jeden Donnerstag und Sonntag ein neues Video online zu den Themen Produktivität, Organisation, Schule, Lernen und so weiter. Falls dich das interessiert, abonniere sehr gerne meinen Kanal. Und jetzt mal weiter mit den Tipps. Viel Spaß! Der dritte Fehler ist, dass dir die Aufgaben, die du machen musst, keinen Spaß machen. Ich meine, es ist logisch. Wir alle müssen Dinge machen, die uns keinen Spaß machen. Das ist auch vollkommen normal und logisch. Aber es ist auch viel besser, wenn man Aufgaben macht, die einem wirklich Spaß machen. Beziehungsweise ich bin der festen Überzeugung, dass wir Aufgaben eher machen, wenn sie uns Spaß machen. Weil, seien wir ehrlich, wann hast du das letzte Mal Motivation gebraucht, Netflix zu gucken? Oder Motivation gebraucht, deine Lieblingsaktivität zu machen? Wahrscheinlich gar nicht, weil es dir Spaß macht und du es deswegen natürlich machst, ohne Zeit zu verschwenden und ohne sich vorher abzulenken und zu prokrastinieren. Und ja, ich kann verstehen, wenn du sagst, dass deine Mathehausaufgaben niemals im Leben irgendwie Spaß machen würden. Und ich kann das sehr gut verstehen und sehr gut nachvollziehen. Aber ich habe mir so über die Monate, über die Jahre so ein paar kleine Tricks ausgedacht, die mir irgendwie helfen, meine Aufgaben ein bisschen spielerisch, unterhaltsamer und lustiger und spaßiger zu machen. Ein bisschen. Es geht. Beispielsweise habe ich diesen kleinen Trick, dass ich mir immer einen Timer stelle, wenn ich irgendwas mache. Das heißt zum Beispiel, ich mache mir einen Timer mit 25 Minuten und sage mir, ich möchte in den 25 Minuten mit dieser Aufgabe fertig sein. Und dann challenge ich mich so ein bisschen und sage, ja, mal sehen, ob ich das schaffe und ich möchte es irgendwie schaffen. Und da ich das Ganze so spielerisch mache, motiviert mich das so ein bisschen und challenge mich so ein bisschen wirklich mit der Aufgabe an. Aber ich bin mir sicher, ihr habt noch bessere Ideen, in euer Leben ein bisschen spaßiger zu machen. Deswegen schreibt sie gerne in die Kommentare, falls ihr noch Ideen habt. Der vierte Fehler ist, du lässt dich zu leicht ablenken. Und was mir sehr geholfen hat, ist eine Not-To-Do-Liste. Also eine Liste mit Dingen, die ich nicht machen möchte. Wir alle kennen das Prinzip einer To-Do-Liste, also Dinge, die du an dem Tag machen möchtest. Und ich finde eine Not-To-Do-Liste noch teilweise viel besser. Und zwar sind das einfach Dinge drauf, die du nicht machen möchtest. Habe ich euch im letzten Video gezeigt, aber wie gesagt, es sind einfach so Sachen drauf, wie auf Instagram rumscrollen, auf TikTok gehen. Also Dinge, die dich potenziell ablenken, aber die du nicht machen möchtest. Und wenn du so eine Liste hast und weißt, was du an diesem Tag nicht machen möchtest und nicht machen darfst, dann hilft dir das auf jeden Fall sehr, auch diese Ablenkung zu vermeiden. Dann müssen nicht die Sachen draufstehen, wie auf TikTok gehen, Netflix gucken oder so. Dann können auch wirklich Sachen draufstehen, wie zum Beispiel meine Fotogalerie ausmisten. Bei mir ist es nämlich zum Beispiel so, wenn ich eine schwierige Aufgabe habe, dann replace ich die sehr gerne mit einfachen Aufgaben, weil die für mich einfacher zu machen sind, aber ich trotzdem irgendwie produktiv bin. Und deswegen schreibe ich auch gerne so einfache Aufgaben auf, die ich an dem Tag nicht machen möchte, einfach damit ich anfange, diese großen Dinge zu machen. Okay, der fünfte Fehler ist, dass du eine unordentliche Umgebung hast. Bei mir persönlich ist es so, dass ich überhaupt nicht
nicht anfangen kann, irgendwas zu machen, irgendwie zu arbeiten, wenn mein Zimmer unaufgeräumt ist, wenn Sachen rumliegen, wenn mein Schreibtisch unordentlich ist, wenn mein Bett nicht gemacht ist, wenn alles dreckig ist und unordentlich ist, dann kann ich nicht anfangen. Wenn ich mich dann nämlich hinsetzen möchte und anfangen möchte, sehe ich noch das, was da rumliegt, ich möchte das erstmal wegräumen und habe einfach so eine innere Unruhe. Und dadurch verschwende ich einfach extrem viel Zeit, denn es wäre viel sinnvoller gewesen, wenn ich mich vorher die 5 Minuten genommen hätte, alles aufzuräumen und damit hinzusetzen, dann meine Arbeit anzufangen. Deswegen nicht vergessen, immer vorher deine Umgebung ein bisschen sauber und ordentlich machen. Der 6. Punkt ist, du kümmerst dich zu wenig um dich selbst und machst zu wenig Self-Care sozusagen. Denn wenn du nicht in guter Form bist, kannst du auch nicht gut arbeiten. Das ist natürlich logisch und du solltest immer die größte Priorität bei dir haben in deinem Leben. Und es können wirklich ganz kleine Dinge sein, die dir helfen, dich danach besser zu fühlen. Bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich einfach nur duschen gehe, fühle ich mich wie ein anderer Mensch danach und ich denke mir so, ja, ich kann alles schaffen, ich bin ein neuer Mensch, ich bin neu geboren. Okay, so krass ist auch nicht, aber ich fühle mich dann auf jeden Fall gut und kann besser produktiv sein, besser arbeiten, weil ich mich irgendwie sauberer und besser und neuer fühle. Aber natürlich sollten wir auch langfristig auf uns achten, auf unseren Körper, auf unsere mentale Gesundheit und so weiter, um natürlich nicht zu sterben und in einer schlechten Kondition zu sein. Boah, ich kann heute irgendwie echt nicht mehr reden, es ist so warm draußen und irgendwie mein Kopf funktioniert nicht mehr richtig, deswegen sorry, falls ich so richtig komisch rede. Der 7. Fehler ist, du bist zu perfektionistisch. Und das ist leider eine Sache, in der ich mich sehr gut wiedererkenne, denn ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch. Und mir ist oft so, dass ich mir denke, ich muss es jetzt perfekt machen, deswegen fange ich nicht an, weil ich die Angst habe, das nicht perfekt zu machen. Sage ich mal, ich möchte einen Aufsatz schreiben und denke mir so, es muss perfekt sein, es muss gut perfekt sein. Und weil ich dann Angst habe, dass ich das nicht perfekt schaffe, fange ich nicht an. Und da gibt es einen Spruch, der mir sehr hilft, und zwar ist das, done is better than good, beziehungsweise done is better than perfect. Also eine Sache fertig zu haben, ist oft wichtiger als eine Sache perfekt zu haben. Also wenn ich jetzt einen fertigen Entwurf habe, der aber sehr, sehr schlecht ist, ist es trotzdem besser, als nie anzufangen, weil ich Angst habe, es nicht perfekt zu machen. Wenn ich einfach Schlechtes habe, kann ich das Schlechte überarbeiten und besser machen. Wenn ich nichts habe, kann ich es nicht überarbeiten und auch nicht besser machen. Und deswegen ist in vielen Fällen fertig besser als perfekt. Also der Spruch hilft mir sehr und ich hoffe, es hilft euch auch vielleicht ein bisschen. Das war es auch schon mit dem Video. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und guckt euch noch dieses Video an, falls euch für das Thema interessiert. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.